Sehr geehrte Stadträtinnen, sehr geehrte Stadträte, sehr geehrter Ortsbürgermeister Diesmann, sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt und unserer Ortschaft, sehr geehrte Vertreter des Seniorenbeirates, des Jugendbeirates, sehr geehrte Mitarbeiter der Presse und der Medien, liebe Frau Gräber, liebe Ehrengäste, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen 17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Zeitz am 17.12. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Erscheinen und eröffne somit unsere heutige Sitzung. Ich begrüße auch die Vertreter unserer Kreismusikschule Zeitz, den Leiter der Musikschule, Herrn Hüttner und den Schüler, Herrn Niklas Makowski. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns hier heute einen kleinen Streich in Garten nehmen werden.
So, gibt es weitere Anträge? Herr Höhrich, bitte. Hinweises vom letzten Mal, die ich vortragen. Sie haben das Recht, das einzufügen, oder auch immer. Und dann stelle ich den Antrag, Angabe eines Grundstückes der 23 ohne Nennung von Zahlen in die öffentlichen Teil unserer Sitzung hier zu stellen. Zuhören, Ja-Stimmen, gibt es Gegenstimmen? Stimmen halbe? 4 Stimmen halbe und 26 mit Ja, 26 Ja-Stimmen zu die Tagesordnung beschlossen. Yeah.
Ende deine Stimme. Ja. Gut, danke schön. Also, 29 Jahre, eine Nein-Stimme, so das Protokoll bestätigt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5, Bekanntgabe der gefassten Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil der Sitzung des Stadtrates vom 12.11.2015, in der 15. Sitzung des Stadtrates am 12.11.2015 wurde im nicht öffentlichen Teil folgender Beschluss gefasst. Im Top 24 beauftragt der Stadtrat den Oberbürgermeister mit der SSBZ Stadtreinigungs- und Servicebetrieb zeitgleich der Verträge ab dem 1.9.2016 zu verhandeln. Bei 21 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen. Damit schließe ich den Tagesordnungspunkt 5 und rufe auf den Tagesordnungspunkt 6 einzelner Fragestunde. Ich gebe Ihnen eine kurze Belehrung zu einer Fragestunde, bevor ich sie offiziell eröffne. Der Stadtrat hält am Beginn jeder öffentlichen Sitzung eine Einwohnerfragestunde ab. Der Vorsitzende des Stadtrates stellt den Beginn und das Ende der Fragestunde fest. Findet zu Beginn der Fragestunde kein Bürger ein, kann sie geschlossen werden. Die Dauer der Fragestunde kann bis zu 30 Minuten betragen. Jeder Einwohner ist nach Angabe seines Namens und seiner Anschrift berechtigt, höchstens 2 Fragen zu stellen. Zugelassen werden nur Fragen von allgemeinem Interesse, die in die Zuständigkeit der Stadt fallen. Allgemeine Erklärungen oder Diskussionen sind keine Fragen und daher nicht zulässig. Angelegenheiten der Tagesordnung können nicht Gegenstand der Einwohnerfragestunde sein. Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der Regel mündlich durch den Oberbürgermeister, den Bürgermeister oder den Vorsitzenden des Stadtrates. Die Beantwortung einer Frage kann auf den zuständigen Fachbereichsleiter übertragen werden. Eine Aussprache findet nicht statt, ist die Beantwortung der Frage in der Sitzung nicht möglich, erhält der Einwohner eine schriftliche Antwort, die innerhalb von 4 Wochen gegebenenfalls als Zwischenbescheid erteilt werden muss. Soweit die Belehrung. Gibt es Ihrerseits Anfragen? Bitte. Mein Name ist Helm Sreiner, ich wohne hier in Seitz im Buchenweg. Und meine Frage ist besonders auf das Verkehrskonzept der Stadt Seitz gerichtet, speziell zu dem Thema Radwege. In dem Verkehrskonzept von 2010 ist hauptsächlich, und dann kommt die Frage, der Elsterradweg und seine Anbindung an die Stadt Seitz thematisiert. Es gibt dort den wichtigen Hinweis, dass natürlich auch in Zukunft, und das war 2010, die innerstädtische Radwegeführung, die innerstädtische Radwegeplanung voranzutreiben ist, um neben diesem überregionalen Elsterradweg in dieser Stadt Seitz auch das Thema Fahrradfahren etwas stärker in den Fokus zu richten. Seit 2010 sind mittlerweile 5 Jahre vergangen. Es gibt Elektrobikes, es gibt auch viele andere technische Möglichkeiten. Das heißt, das Verhalten der Fahrradfahrer auch in einer etwas bergigen Region wie Seitz hat sich gewandelt. Ich stelle die Frage, ob in dem neuen Konzept oder in den neuen Überlegungen dieses Thema in den Fokus gerückt ist und wie es umgesetzt werden soll, weil ich der Meinung bin, der Individualverkehr spielt auch in einer Stadt wie Seitz eine große Rolle. Die Entwicklung, die ich mit meinen Augen, eigenen Augen sehe, ist etwas trüb oder noch getrübt. Und meine Frage ist, wie will man diese Dinge vorantreiben? Und gibt es dazu schon Initiativen in der Stadt oder von den Abgeordneten, die wir gezielt im Verkehrskonzept auch vielleicht durch ein kompetentes Planungsbüro diese Dinge zeitnah zu realisieren? Danke schön. Danke schön, Herr Helms. Bitte, Herr Hauptmann. Herr Helms, richtig, dass im Verkehrsentwicklungskonzept der Hinweis auf die Radwegeentwicklung drin ist. Das Verkehrsentwicklungskonzept hat den Zeitraum 2010 bis 2020. Wir haben im Moment
gravierenden Probleme im Straßenverkehr mit PKWs und die Frage auch Trassen zu finden, die wir nicht erweitern können. Also gemeinsame Produktionen sind natürlich im Moment etwas schwierig. Das Thema ist im Moment nicht Schwerpunkt, muss ich dazu sagen, weil auch keinerlei finanzielle Grundlagen für die einzelne Umsetzung als solche Konzepte im Moment erkennbar sind. Wir haben im Moment erst einmal überhaupt mit dem Straßenverkehr, der sich ja in einer bestimmten Trasse im Moment bündelt, sehr viel zu tun, das darf man nicht vergessen. Ein Planungsbüro werden wir sicherlich im Haushaltsplan in der nächsten absehbaren Zeit noch schwer unterbekommen. Mit einem besonderen Straßenverkehrskonzept beauftragt, gerade darüber müssen wir reden. Ich kann es nur als Hinweis, als Anregung aufnehmen, dass wir dieses Thema im nächsten Jahr vielleicht auch mal im Aufbauausschuss etc. näher behandeln sollten. Noch ein Zusatz, Herr Schmidt. Ja, bitte, Herr Schmidt. Ich rede von einem Verkehrskonzept von 2010. Das heißt, Sie teilen mir jetzt mit, dass die letzten 5 Jahre, das ist ja doch eine etwas längere Zeit, zu diesem Thema nicht sehr intensiv gearbeitet wurde. Wenn man aber bedenkt, dass der Individualverkehr in vielen Mittel- und kleineren Städten eine große Rolle spielt, denke ich, sollte man, und da würde ich die Abgeordneten bitten, dieses Thema dann nochmal in einem nächsten Ausschuss auf die Tagesordnung setzen, doch etwas stärker in den Fokus zurück, zumal man vielleicht an einigen Stellen mit etwas geringen Mitteln und Sachverstand schon Lösungen findet und Dinge hier verbessern. Ich denke, man sollte zumindest das Thema nicht ad acta legen, unabhängig vom ÖPNV und dem der Bedeutung des Straßenverkehrs. Ich halte das für ein wichtiges Anliegen. Danke. Ich hatte so gesagt, wir haben ja 2016 im Bauausschuss thematisieren, ein extra zu schreiben. Dankeschön. So, bitte Herr Rundner. Ich bin zwar vom Namen her schon bekannt, aber mein Name ist Josef Hopper, ich wohne in Zeitzberg, Zettlingstraße. Ich hatte in der Bürgerfragestunde am 12.11. die Frage gestellt, welche öffentlichen der Daseinsvorsorge Ihnen Aufgaben übernimmt die Bundesbaugesellschaft der Stadt Zeitz, die derartige staatliche Beihilfen rechtfertigen. Die staatliche Beihilfen hatte ich beziffert mit ca. 350 bis 400.000 Euro im Durchschnitt je Jahr die letzten 9 Jahre. Ich habe bisher darauf noch keine Antwort erhalten. Ich habe es umfangreich begründet, während mir die Arbeit gemacht und habe diese Begründung nochmal aufgeschrieben. Ich darf sie dem Oberbürgermeister vorreichen und hätte doch da ganz gerne eine Antwort. Bisher ist leider noch keine Antwort eingegangen. Jetzt meine Frage zu euch. Wann bekomme ich eine Antwort? Aber ich glaube, ich hätte es im Wesentlichen beantwortet. Die IWBG bekommt keine staatliche Beihilfe für ihren regelmäßigen Betrieb. Sie bekommt Fördermittel im Zusammenhang mit Maßnahmen, die sie im Sanierungsgebiet erfüllt. Und die bekommt sie, wie jeder Bürger sie auch bekommen kann, wenn er einen Antrag hat. Es gibt keine staatliche Beihilfe, die der IWBG irgendwo bezahlt werden, die nicht auch ein anderer in Form von Fördermitteln für den Wohnungsbau. Es gibt gewisse EU-Richtlinien und danach sind beispielsweise Wirtschaften, die nicht oder nur sehr gering verzinst werden, als staatliche Beihilfen anzusehen und nicht abgeforderte Gewinne einer Gesellschaft, die, und das ist hier jedes Jahr der Fall gewesen, auf das nächste Jahr vorgetragen werden, sind ebenfalls staatliche Beihilfen. Oder sehen Sie das anders, Herr Oberbürgermeister? Also Ihre Liste, die Sie mir gegeben haben, kann ich nur auch nachvollziehen. Dann gucken Sie bitte in die Abschlüsse aus den Jahren von 2006 bis 2014, veröffentlicht im Bundesanzeiger. Ja, aber es ist völlig normal, dass in der GmbH Ihre Jahresergebnisse, ob negativ oder positiv, auf der Folgejahre vorträgt. Nein, es ist nicht Sache einer der GmbH, sondern hier ist es so, die Stadt Zeitz ist einziger Gesellschafter der GmbH und die Stadt Zeitz hat das über Gesellschafterversammlung jeweils beschlossen und auf der anderen Seite werden
den Bürger in die Tasche gegriffen und auf der anderen Seite die Gesellschaft finanziell saniert. Das kann wohl nicht sein. Also Sie dürften, da Sie sich betriebswirtschaftlich auskennen, dürfen Sie auch wissen, dass diese Gewinne, von denen Sie hier sprechen, sind sicherlich ein liquides Ergebnis. Sie wissen aber auch, dass die WBG-Investitionen in Größenordnungen veranstaltet. Und wenn dann die Gesellschaftsversammlung und Aufsichtsrat übereinstimmend beschließen, das Ergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen, dann hat Ihnen das den Ziel, dass die Liquidität da ist, um die weiteren Aufgaben zu machen. Es ist ein völlig normales Geschäft, was in der Wirtschaft massenhaft stattfindet, dass eine Ausstellung nicht erfolgt. Die Bürgschaft, die WBG seit mehr als 10 Jahren hat, wird jährlich verzinst. Mit 0,1%. Das ist wunder. Gut, ich bedanke mich für die Auskunft. Von Zeitz Ost und bin in der Wohnbau Dreisen praktisch Bewohner. Herr Bürgermeister, wo Sie mit den ganzen Wohnungsgesellschaften die Verträge abgeschlossen haben mit Vodafone, da stellt er praktisch Vodafone die ganzen Leitungen in die Wohnungen praktisch. Und nun erhebt noch unsere Wohnungsbaugesellschaft in Dreisen unseren praktisch der Zuschlag von 6,99 praktisch als noch Erhöhung. Und nur so davon gestellt und so viel zur Verfügung hier. Das Fernsehen, Internet und noch die einzelnen Smartphones und das alles. Und trotzdem müssen wir dann noch so einen großen Zusatz haben, jeden Monat von 6,99. Haben Sie das da schon mit den einzelnen Wohnungsgesellschaften ausgehandelt oder was, dass Sie noch den Zuschlag aufhandeln können? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Also ich habe einen Vodafone-Vertrag für mein privates Mobiltelefon. Die Stadt hat für mehrere Diensttelefone einen Vodafone-Vertrag. Und wir haben keinen Vodafone-Vertrag für irgendwelche Benutzer von Wohnungen oder irgendetwas. Diese Frage stand mal in einem Zusammenhang mit dem Kabelfernsehen. Da gab es einen Themenkreis mit einer Antennengemeinschaft. Hier gab es unterschiedliche Entscheidungen. Die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Zeitz hat für die Bestandsmieter die Übernahme in das Kabel-Deutschland-Netz dann nicht vollzogen, sondern hat gesagt, diejenigen, die in unseren Wohnungen wohnen, können weiter an der Antennengemeinschaft sein. Allerdings ist es nicht vererbbar und auch nicht übertragbar. Die Genossenschaften haben ihre völlig eigenen Verträge geschlossen, über die ich keinerlei Kenntnis besitze und die auch nicht unsere Angelegenheit sind. Die Stadt ist daran in keiner Weise beteiligt. Wenn Sie mit Ihrem Vorstand der Genossenschaft reden. Gibt es weitere Antworten? Das kann ich nicht erkennen. Damit schließe ich die Bürgerfragestunde und schließe den Tagesordnungspunkt 6. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 7. Bitte, Herr Oberbürgermeister, Sie haben das Wort. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren Stadträte, Herr Vorsitzender, liebe Gäste, wir haben 9 Berichtsoberbürgermeisters aufgeteilt. Wir haben den Bericht, den ich versucht habe, etwas kürzer zu fassen, weil wir bei diesem Tagesordnungspunkt uns freuen, Erklärungen vornehmen zu können. Ich begrüße auch Sie zur heutigen Sitzung des Stadtrates, die letzte in diesem Jahr, und ich denke, dass wir auch heute wieder wichtige Tagesordnungspunkte konstruktiv behandeln werden. Ich möchte schon jetzt im Sinne des Stadtrates und die Verwaltungsmitarbeiter einladen, nach Schluss des nicht öffentlichen Teils der Sitzung
dass wir ein kleines bisschen noch zusammen sind in der 119, um den Jahresabschluss der Stadtratssitzungsperiode etwas im individuellen Gespräch zu Ende bringen zu können. Welche Dinge spielen in dem heute wieder vorzutragenden Teil eine Rolle? Sie haben der Zeit genommen gehabt, dass es mit einer Brandwolke von Schule Hasberg seinen Unfall kam als Teil eines Spielgerätes Braten. Daraufhin haben wir die sofortige Überprüfung aller Spielgeräte angeordnet, wobei diese nun abgeschlossen ist. Dabei wurden diese Schönheitsreparaturen ab einer Menge beseitigt und Teile von Spielgeräten vorsorglich entfernt. Da beim Stadtrat eine gute Zuarbeit, der Jugendbeirat eine gute Zuarbeit für die Spielplatzkonzeption des Heils vorliegt, werden wir neben den Spielgeräten genau hinterfragen, wie mit den Spielplätzen allgemein umzugehen ist. Unser Ziel ist, Spielplätze da zu erhalten, wo sie gebraucht werden. Wir wollen gemeinsam mit dem Jugendbeirat diese zweite Stufe erörtern, in deren Ergebnis eine Prioritätenliste über kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen für künftige Haushaltsjahre entsteht. Der Stadtelternrat und der Stadtschülerrat, es haben die Wahlen stattgefunden am 24.11. Für die Schuljahre 2015-16 und 16-17 hat der Stadtelternrat aus seiner Mitte an Thomas Peugert, Elternvertreter der evangelischen Grundschule, als Vorsitzenden des Stadtelternrates gewählt. Dieser Marie Kulsch, Schülervertreterin der Sekundarschule am Schwanenteich, wurde für den gleichen Zeitraum in Mitglied des Stadtschülerrates als Sprecherin des Stadtschülerrates gewählt. Nach dem Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt können Stadteltern und Stadtschülerrat über Fragen beraten, für die Schulen der Stadt Zeitz von besonderer Bedeutung sind. Dabei müssen die Belange aller in der Stadt Zeitz befindlichen Schulen berücksichtigt werden. Nach Wahl erfolgt wird es nach aller zwei Jahre. Wir gratulieren den neu gewählten Vertretern in beiden Räten und wünschen vor allem auch den Sprechern bzw. Vorsitzenden eine erfolgreiche Arbeit. Ich wünsche mir auch selbst eine enge Zusammenarbeit. Im Zusammenwirken des Arbeitskreises ehrenamtliches Engagement zur Integration von Flüchtlingen mit dem Jugendbeirat und dem Stadtrat konnte bei der Spendenaktion im Rahmen der Aktion Gesicht zeigen eine Spende in Höhe von 703 Euro gebucht werden. Der Erlös kommt den Kindern von Flüchtlingen und Asylbewerbern zugute. In Form beispielsweise, nächste Woche machen wir diesen Kindern eine Weihnachtsfeier. Und es gibt auch die Zuwendung hinsichtlich Unterrichtsmaterialien. Vielen Dank an den Schüler, an den Jugendbeirat und die evangelische Kirchgemeinde. Ich darf Sie einladen, zum weihnachtlichen Markt treiben, zur Schlossweihnacht, die am 19. und 20. sowie 25. bis 27. Dezember auf dem Zeitzer Schlosshof von 15 bis 21 Uhr stattfindet. In dieser Zeit kann man die Sonderausstellung Franz Hein, Wald und Märchen besuchen. Unsere Dauerausstellungen sind mit Sonderführungen zugänglich. Die Kinderwagenausstellung ist zurzeit in der Neugestaltung geschlossen. Was das liebe Geld angeht, die durch den Stadtrat in seiner Sondersitzung am 1. Dezember 2015 verabschiedete zweite Nachtragshaushaltsaktion für das Haushaltsjahr 2015 wurde am 2.12. an die Genehmigungsbehörde zur Prüfung der Genehmigung eingereicht. Der Bescheid der Kommunalaufsicht ging am 8. Dezember 2015, deren § 4 der Satzung festgesetzte Liquiditätskredit in Höhe von 16 Millionen Euro wurde unter Auflage genehmigt. Sache die Kaufordnung, ein Grundstück im Gebäudekomplex der Schützenstraße 20, damit die Eigentümer jahrelang keine Instandsetzungsmaßnahmen vor. Sodass ein baurechtswidriger Zustand eingetreten ist, der ein sofortiges Handeln erfordert. Nach intensiven Bemühungen gelang es im Fachbereich Baurecht, mit der Prüfung der Erbfolge die gesetzlichen Grundstückseigentümer Schützenstraße 20 zu ermitteln und ausfindig zu machen. Es wurden rechtliche Schritte eingeleitet, um den Rückwärtsmachung im Gebäude schnellstmöglich zu veranlassen. Es folgten Ortsbesichtigungen mit Festlegung der Sofortmaßnahmen. Die Auftragserteilung erfolgte zwischenzeitlich durch diese ermittelten Eigentümer an das Abbruchunternehmen, sodass mit dem Rückbau begonnen werden kann. Die Eigentümer sind an einem Verkauf des Baus interessiert.
der geplante Ankauf des Grundstücksschutzes Phase 7 durch einen privaten Interessenten zum Zweck des Abrisses kam nicht zustande, sodass die Stadt den Rückbau im Rahmen der Ersatzvornahme vornehmen muss. Am 23. November 2015 besuchte der Präsident des Landesverwaltungsamtes Thomas Bleier die Stadtzeit und übertrat eine formelle Bescheidhöhe von 1.250.000 Euro. Mit diesem Geld das Programm zur Förderung von Maßnahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes soll unsere evangelische Grundschule im Franziskanerkloster finanziert werden, das heißt die erste Fördermarge. Damit sind wir eigentlich drin. Bei den Fördermitteln handelt es sich um diese erste Marge. Insgesamt sind die Förderanträge für 3,8 Millionen Euro Gesamtkosten gestellt. Maßnahmen im Straßenbau und Verkehr. Die Arbeiten zur Umgestaltung des Parkplatzes Scharrenstraße, Mönchengladbachstraße begannen am 14.09.2015. Derzeit erfolgen noch Restarbeiten am Schachtbauwerk und der Begrünung. Die Schützenstraße, erster Bauabschnitt, konnten Sie nachverfolgen, hat begonnen. Die Maßnahme wird allerdings den Zeitraum Februar 16 bis Herbst 2017 in Anspruch nehmen. Die Schützenstraße, dieser erste Bauabschnitt, soll im Bereich zwischen Brückwitzstraße und Augustinerstraße einschließlich der beiden Knotenpunkte grundhaft ausgebaut werden. Im Zuge des Bauvorhabens werden Regen- und Schmutzwasserkanäle, Stromleitungen, Gas- und Wasserleitungen und Kommunikationsleitungen neu verlegt. Der Knotenpunkt am Schützenplatz wird als Kreisverkehr und die Kreuzung Schützenstraße, Augustinerstraße als Knotenpunkt ohne Ampelregelung umgestaltet. Also Verkehrsentwicklungskonzept wissen Sie, wenn wir dort mal keine Umleitungen haben, wird die Augustinerstraße nachrangig nach der Schützenstraße, also Vorfahrt. Sachgebiet Brandkatastrophenschutz. Im November 2015 wurde die Feuerwehr der Stadt Zeitz zu 36 Einsätze alarmiert. Lotzwerder Stadt, Aue-Alsdorf, Theißen, Zangenberg wurden am Morgen vom 21.11. zu einem Wohnungsbrand in der Kette Niederkirchenstraße 16 gerufen. Trotz der schnellen Eintreibungsort könne eine Person nicht gerettet, sondern nur geborgen werden. Das gesamte Gebäude wurde evakuiert und die Personen vorübergehend in der Feuerwehr untergebracht. Das Verfahren bezüglich der Beschaffung der Drehleiter 2016 über die zentrale Beschaffung des Landes wird sich bis in das nächste Jahr hinziehen. Letzter Punkt an dieser Stelle. Zum Unternehmerabend am 13.10.2015 wurde der Startschuss für den Zeitraum Mitte 2015 mit dem Aufruf gegeben. In diesem Jahr haben sich 15 Gründer und junge Unternehmer in den Zeitraum Michael beworben. Die Preisverleihung wird am 4. Februar 2016 um 18 Uhr im Festsaal unseres Schlosses Moritzburg stattfinden. Ministerpräsident Dr. Rainer Hasler hat diese die Durchschirmherrschaft übernommen. Soweit der Sachbericht. Ausführlich können Sie natürlich im Internet wieder nachlesen. Meine Herr Vorsitzende, meine Damen und Herren Stadträte, liebe Gäste, es ist mir eine Freude und auch ein Bedürfnis, in den nächsten Minuten dort auch für Ihr Engagement zu ehren. Und unser Vorsitzender hat bereits angekündigt, dass wir hier eine musikalische Umrahmung haben werden durch Niklas Markowski, heute am Klavier. Seine Virtuosität an der Angela Cello ist auch schon vielen bekannt bei Veranstaltungen der Arthur Wolfson-Ehrung. Niklas wird seine eigene Komposition Fantasie in H-Moll spielen.
Und herzlichen Dank natürlich an die Kreismusikschule Burgenlandkreis unter Leitung von Herrn Büttner. Herzlichen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, eine solche Dezember-Sitzung des Stadtrates ist, denke ich, ein sehr guter Anlass, um das umzusetzen, was hier im Stadtrat vor etwa 11 Monaten beschlossen worden ist. Der Stadtrat hat im Januar 2015 beschlossen, künftig einen Ehrenamtspreis der Stadt Zeitz zu verleihen, und zwar für herausragendes bürgerschaftliches Engagement. Der Anlass ist der jährlich wiederkehrende Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember. Wir haben, nachdem der Aufruf gestartet wurde, die Michaelboden Bewerbungen bekommen und beide Gruppen, die hier sich für diesen Ehrenamtspreis beworben haben, haben heute Personen, Vertreter hier im Raum. Die erste Gruppe ist die Initiativgruppe Tschernobyl-Kinder aus Weißrussland, die seit vielen Jahren eben diese Kinder hier nach Deutschland holt, hier betreut und den Kindern unbeschwerte Zeit hier ermöglicht. Ich begrüße ganz herzlich von dieser Gruppe Frau Ursula Hake und Frau Inge Schwabe. Außerdem hat der Frauen- und Kinderschutzverein Zeitz e.V. unter dem Kurznamen Fuchs, vielen bekannt, Frau Lea Rüdern-Pfeiffer vorgeschlagen, die ebenfalls heute hier ist. Der Frauen- und Kinderschutzverein ist, wie ich meine, vielen, wenn nicht gar den meisten hier im Raum bekannt, der viele Projekte umsetzt, der Arbeit mit Kindern, für Kinder, aber auch für Frauen, für Familien. Er ist der Träger der Freien Jugendhilfe und hier an vielen Stellen in der Stadt Zeitz tätig. Ich begrüße auch Frau Thea Wunderlich-Pfeiffer und ich bitte Sie alle drei nach vorn zum Oberbürgermeister und zu unserem Stadtratsvorsitzenden, Herrn Burger. Beziehungsweise warum wurden nicht so viele Maßnahmen ergriffen, um diese Bildschirme
an den Verantwortlichen
Kanzlei für ordentliche Sicherheit richten, weil diesmal nicht als Sie Vorsitzender Sicherheit haben. Wäre es jedoch möglich, dass ich jetzt nicht ganz ernst gemeint, dass Sie Schwämmchen auf diese beiden sehen, dann können Sie die Bilder auch kennen. Ich frage mich jetzt zu zwei Uhr, ich hatte da schon mal einen Vorstoß gemacht, wird auch dieses Holzgestell oder die Kinderspielgeräte im Göteborg reformiert? Die befinden sich in einem Zusammenhang. Wir haben das gemerkt, als wir den Gedenkstein für die französischen und preußischen Soldaten dort errichtet haben, beziehungsweise alles erfeuert haben. Und meine Frage ist an Sie. Sie sind verantwortlich für die gesamte Sicherheit der Stadt Zeitz und die amerikanischen Stadtmauer und dort nichts gemacht. Würden Sie die Frage bitte beantworten? Mein lieber Herr Hörig, Sie sind leider einem folgeschweren Irrtum erlegen. Das ist Ordnungsamt für alles zuständig, was das Ordnung und Sicherheit heißt in dieser Stadt. Dem ist nicht so. Wir haben eine Aufteilung in der Stadt, übrigens auch wieder seit diesem Jahr, die ist schon etwas länger so, dass beispielsweise Spielplätze, die Sachen mit Grünen zugeordnet sind, andere Sachen anders verteilt sind in der Stadt. Ich muss Ihnen also wohl oder übel Herrn Immisch als Gesprächspartner anbieten, der dafür zuständig ist. Bitte schön. Danke, Herr Otto. Herr Otto hat natürlich recht. Das Fachbereich des Zeitz in dem Sachgebiet öffentliches Grün und Baumschutz ist letztendlich noch ein Treiber der Spielplätze. Und ich will jetzt nicht auf die einzelnen Spielgeräte im Göteborg eingehen, die nicht nur die geehrten Stadträte unter Ihnen werden wissen, dass damals als Partnerschaftsgeschenk unserer Stadt Detmold 1991 errichtet wurden. Und wie gesagt, einige Sachen sind erneuert worden, aber vom Grundsatz her ist noch aufgestanden im Rahmen dieser Überprüfung, ich sage das bereits, werden einzelne Spielgeräte sicherlich gesperrt werden müssen oder wurden gesperrt. Und die anderen, die noch da sind, Herr Hörer, ich könnte davon ausgehen, wenn sie nicht mal schön aussehen, dann haben diesen Test bestanden und können benutzt werden. Eine Nachfrage? Bitte. Gesprochen von einem Verteilungsplan. Könnten Sie uns den ausreichen, damit wir nicht einen Schatzsack verloren hier haben? Für Ort und Sicherheit sind Sie verantwortlich. Und da ist in der zweiten Reihe, das habe ich doch den Verteidigungsbürgermeister, und der Bürgermeister sieht wahrscheinlich auch nicht anders, dass ich verantwortlich ist. Ich bitte darum, hier den Plan der Fraktion, wie sich das alles verteilt. Aber ich bin nicht gefragt, ich habe auch dazu gestimmt, die war doch wieder da. Lange für den Stadtrat. Sie haben gerade vorhin gesagt, dass die Vorbote über 15 Jahre zu wenig ist. Sie wollten eine für 19 Jahre haben. Und die Grundstruktur der Stadtverwaltung ist ab zu dem Zeitpunkt schon so gewesen. Die Aufgabe Ordnung und Sicherheit in der Stadt ist eine komplexe Aufgabe, in die alle einbezogen sind. Da gibt es eine Verteilung und das sachliche Zuständigkeit. Da höre ich bestellte Fragen und dann reden Sie wieder mit Ihrem Nachbarn. Das finde ich ganz wichtig. Wir sind hier aber nicht in der gastronomischen Einrichtung. Es gibt eine komplexe Verantwortung für die gesamte Stadtverwaltung und da gibt es eine Aufgabenteilung, die kennen Sie sehr genau. Sie wissen, dass wir die Fachbereiche Technisches Zeitz mit den Sachgebieten haben: Hochbau, Tiefbau, öffentliches Grün, Beitragswesen. Und weiteres, Sie wissen, dass die Ordnung und Sicherheitsaufgabe im Baurecht in der Bauordnung bei Frau Schaller angesiedelt ist, im Baurecht. Ich setze es jetzt nicht fort, Sie finden dieses auch seit Jahren im Internet. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Herr meine zwei Fragen bitte zum Protokoll. Betrifft die Erwähnung des Herrn Obermeisters für die glorreiche Ermittlung der Grundstückseigentümer im Objekt Schützenplatz, Schützenstraße. Erste Frage: Wohin sind bis jetzt die Grundstückssteuergebühren
oder die Bescheide hingeschickt worden, die Straßenreinigungsgebühren bzw. die Abwasserbescheide. Und die zweite Frage, die muss man nicht heute beantworten, wie viele Grundstücke gibt es jetzt noch in Zeit, wo die Grundstückseigentümer nicht zu ermitteln sind, besonders zu erreichen sind? Das kann man gerne schriftlich ausreichen. Danke. Das heißt, die zweite Frage werden wir hier nicht schriftlich ausreichen, weil wir da gegen Grundsätze verstoßen würden, die diese Auskunft dürfen wir Ihnen gar nicht geben. Zweitens, zu Ihrer ersten Frage, wenn ein Eigentümer nicht ermittelt werden kann, werden die Bescheide durch öffentliche Zustellung zugestellt, so ist das Verwaltungsverfahrensgesetz geregelt. Ich kann leider keine Mitarbeiter, weil wir auch keine Vollstreckungsabkommen zum Beispiel mit Großbritannien haben, kann ich leider, obwohl die Mitarbeiter der Stadtwalde gerne Dienstreise machen würden, diese Vollstreckung nicht nach Großbritannien, nach London oder in andere, in Manchester haben wir Eigentümer schicken, sodass wir davon ausgehen, legen den zwar ein, aber da wird sich teilweise nicht gemeldet oder auch gehen nicht ein Eigentümer. Adresse und Bekannung erfolgt die öffentliche Zustellung nach Verwaltungsverfahrensgesetz. Eine Nachfrage. Also meine Frage betrifft sich nicht auf jeden einzelnen Namen oder Anschrift. Ich möchte einfach nur was auf die Stückzahl wissen, um welche Grundstücke es sich handelt. Und zweitens, wir leben in der EU. Ich glaube, es gibt heutzutage gesetzliche Möglichkeiten, diese Eigentümer zu ermitteln. Danke. Ich habe es gerade beantwortet. Es gibt niemanden, der einen Bescheid nicht bekommen hat, weil das Verwaltungsverfahrensrecht sagt, die öffentliche Zustellung gilt als zugestellt. So, gibt es weitere Fragen zum Bericht? Das ist nicht der Fall, dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 8 und wir kommen noch mal zu einer Auszeichnung von Herrn Enrico Leitz. Gibt es Gegenstimmen?
Enthaltungen? Zustimmung, wer hat eine Zustimmung? Bitte Sie ja stimmen.
5 Enthaltungen. Dankeschön, mit 29 Ja-Stimmen zu beschlossen. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkt 13. Hier liegt Ihnen die Abstimmung aus den Ortschaftsräten vor. Ich eröffne die Diskussion. Gibt es Redeanträge? Ich kann keine erkennen. Wir kommen zur Abstimmung. Wer Zustimmung erteilt, bitte jetzt die Ja-Stimme.
31 Ja-Stimmen, gibt es Gegenstimmen? Stimmen Enthaltungen? 2. Mit 31 Ja-Stimmen so beschlossen. Wir kommen zur zweiten Abstimmung. Die da lautet für die Durchführung des Festjahres 1050 Jahre Zeit. Im Jahr 2017 werden im Haushaltsplan des Jahres 2016 20.000 Euro und 2017 80.000 Euro eingestellt. Die Untersetzung ist bis zum 30.04.2016 dem Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur und Sport und dem Haupt- und Wirtschaftsausschuss zur Bestätigung vorzulegen. Gibt es Diskussionsbedarf? Aber zur Abstimmung. Wer Zustimmung erweist, Ja stimmen. Wir haben sehr lange nach den Vorarbeiten auf dem Bürger Landrecht gehabt.
für Machbarkeitsstudien wissen, dass wir dann hier auch bei Einzelvarianten auch erhebliche Investitionssummen, die ein Vielfaches von dem, was heute ja in der Unterlage als Information steht, betroffen haben. Haben wir hier die Varianten, die alle mit betrachtet worden sind, jetzt auch von Bahnstadt Wilhelm, der eine sehr enge Zusammenarbeit mit uns geprägt hat, wo wir einfach sagen können, die Abteilungsmitglieder haben es in der letzten Sitzung vor einer Woche erleben dürfen, ein hochkompetenter Mann, der auch wirklich bei vielen Fragen hervorragende Kenntnisse auch überbringen kann und vor allem uns auch zur Seite gestanden hat, bei den teilweise sehr inhaltlich anstrengenden Gesprächen mit der Deutschen Bahn AG. Wir sehen hier also die Betrachtungsvarianten, wo man alles machen kann, wo dann auch betriebswirtschaftliche unterschiedliche Ergebnisse kommen. Das heißt, in der Variante 0 bleibt alles so stehen, wie es ist. Sicherlich ist auch eine Variante, die in absehbarer Zeit nur zur Verfügung steht. Die Variante 1, hier ist die Expressgutabfertigung zurückgebaut und damit ein entsprechender Freiraum entstanden. Wir haben die Variante 2, das ist die Expressgutabfertigung auch das Bahnkostamt verschwunden. Und wir haben die Variante 3, übrigens auch der linke Seitenbau in der Variante 2. Das Denkmalskernstück ist die, sagen wir mal, die rechte Bahnhofshalle oder das, was Sie jetzt hier sehen, das ist das Gebiet, was als Denkmalskernstück auch geschützt ist und in jedem Fall erhalten werden muss. Bei allen anderen Teilen gibt es durchaus eine Vielzahl von Varianten, mit denen man umgehen kann. Sie wissen, es gab, da hatten wir auch im Stadtrat gesprochen, wir hatten ja eine entsprechende Informationsveranstaltung, wir hatten einen Partner auf dem Türenbahnhof, da ist das Interessenbekundungsverfahren, wo aufgerufen wurde, dass sich potenzielle Nutzer bei uns melden sollen. Wir haben hier das Ganze begleitet mit Pressearbeit. Wir haben einen Tag der offenen Tür durchgeführt. Wir haben auch andere Formen der Kommunikation gesucht, insbesondere auch Bestandsgliedern. Die Rückmeldefrist war Freitag, der 9. Oktober, wobei es keine Ausschlussfrist war, sondern der Termin, der uns vorschwebte. Es hat danach auch weitere Meldungen gegeben, was ich durch das auch noch sagen könnte. Wir haben ein Innenbetriebsbegründungsverfahren, mögliche Nutzungsbausteine dargestellt, die sich alle vereinigt vorstellen können. Sie sehen es hier nochmals, Sie haben es auch auf den Unterlagen, die Sie besitzen, auf der CD im Einzelnen drauf. Mit dem Service als sicherlich ein Kernstück der Arbeit dort. Den Tourismus mit möglichen Varianten der Vermarktung, sicherlich auch Überlegungen, ob man hier in dem Bestand auch eine Herberge oder etwas Ähnliches einbringen könnte, aber auch die gastronomische Versorgung und auch im Reitbereich dann weitere Dinge. Wir haben im Interessenbekundungsverfahren, die Folie habe ich jetzt noch nicht drin, haben wir 4 sehr detaillierte Zusagen bekommen. Während der Verfahrenszeit. Wir haben vergangene Woche 2 weitere Anfragen bekommen, die ernst zu nehmen sind, die natürlich alle erst eine endgültige Rolle spielen, wenn auch klar ist, was mit dem Bahnhof tatsächlich geschehen kann, auch finanziell geschehen kann in der nächsten Zeit. Wir haben in dieser Folie dargestellt das Förderprogramm Revita, welches vom Land Sachsen-Anhalt aufgelegt ist, und wo Träger des Förderprogramms die NASA ist. Auch die NASA, vertreten durch der Kreisanlage Sibbel, war auch ständig mit den Einberatungsrunden mit dabei und hat uns betreut. Hier sind sicherlich Darstellungen da. Förderempfänger können Kommunen oder kommunale Gesellschaften sein, aber auch private Unternehmen. Wenn Sie hier das bevorzugt, die Klammer der kommunalen Gesellschaften sehen, hat es nichts mit kommunalen der Punkt gemeint. Ich will gleich an dieser Stelle sagen, es gibt keinerlei Absichten oder Überlegungen im Moment etwa oder überhaupt ansatzweise hier unsere städtische Gesellschaft mit dieser Aufgabe in irgendeiner Weise zu betrauen. Sie alle wissen, dass die städtische Gesellschaft mit anderen Projekten, die Sie gemacht haben, voll
Spende. Demzufolge kämen, wie gesagt, die Kommune in Betracht oder aber eine Gesellschaft oder Genossenschaft, die die Stadt möglicherweise weiter im Verlauf der Mittel fördern könnte. Der Fördersatz ist 80% der zuwendungsfähigen Kosten. Ich will das nicht im Detail ausmalen, Meinung. Auch das haben Sie zumindest überwiegend in der Unterlage gehabt. Es gibt also sehr unterschiedliche Projekte, die hier eine Rolle spielen. Wir haben in dem Material haben wir die Wirtschaftlichkeitsrechnung für die Varianten, die ich vorhin schon mal teilweise skizziert hatte. Danach kann man das einmal einschätzen, wenn die Vollvariante gebaut wurde, die auch im vergangenen Wirtschaftsratsausschuss angesprochen war, haben wir die saldierten Erlöse sicherlich, die erzielbar sind, sprich aus Mieten und dergleichen, Refinanzierung. Und das zeigt die nächste Folie dann noch einmal detaillierter, wie sich dann auch die Vermietung darstellen würde. Diese Seite, die jetzt eingeschaltet ist, die ist neu. Da steht die sogenannte Nullvariante drüber. Das heißt, bei dieser Variante ist dargestellt, wenn alles erst einmal so bliebe, wie es ist, nicht gebaut wird und gar nichts, ist nach den genauen Angaben, die wir auch von den jetzigen Betreiber haben, ein jährliches Defizit von 12.143 Euro zu erwarten, bis dann weitere Maßnahmen dergleichen sind. Das heißt, die betriebswirtschaftliche Bilanz für diesen Arbeitsstand. Wir haben in den Betrachtungen dann Ausbauetappen mit zuwendungsfähigen Maßnahmen, wie Sanierung der Gebäudehülle, Rückbauten, Einbau in Seeanlage. Diese Kosten sind förderfähig. Hier haben wir eine Darstellung, dass die Gesamtkosten netto, das muss man dazu sagen, Nettorechnung 19% kommt noch drauf, von 1.573.000 an diesem Betrag. Würden Fördermittel in Höhe von 80% entfallen können. Die Eigenmittel in Höhe von 20% sind 150.000 Euro, die auf mehr als 2 bis 3 Jahre verteilt werden könnte. Es sind allerdings dann auch nach dem Interessenbekundungsverfahren wirtschaftliche Einheiten nachgefragt, wo man die weiteren Mietbereiche ausbauen könnte, mit einer Autovermietung, einem Ingenieurbüro, ehemalige Wartesäle, und zuzüglich Planungskosten. Diese Teile sind nicht förderfähig, sie müssen vom Prinzip aus der Betriebswirtschaftlichen und Verpachtung mittel- oder langfristig erlöst werden. Ja, von neuen Untergrund, die neue Mieterregierung mit der Pracht ganz wichtig. Wir haben hier noch einmal zusammenstellen lassen, dass ein besonderes Beispiel, worüber wir auch an verschiedener Stelle in den letzten Tagen auch diskutiert haben. Die Lutherstadt Eisleben hatte den Weg gewählt, nicht ganz freiwillig, dass sie zu dem Zweck des Bahnhofes, ihn als wieder herzustellen, eine Genossenschaft gegründet haben. Die Genossenschaft hat den Vorteil sicherlich, dass hier eine Vielzahl von Interessenten sich einbringen können, Genossenschaftsanteile erwerben können. Sie müssen allerdings in den ersten Jahren davon ausgehen, dass ihre Genossenschaftsanteile keine Rendite und keine Ausschüttung zu erwarten haben. Das muss man einfach wissen. Aber die Eisredner haben diesen Weg gewählt und es scheint auch so zu gehen. Die Eisredner Genossenschaft hat in der gleichen entsprechenden Höhe, wie ich die Fördersätze gesagt hatte, die Förderbescheide erhalten, sodass auch in Eisleben jetzt losgeht. Noch einmal, wir haben vorvertraglich gesicherte Interessenbekundungen, die hier eine Rolle spielen und auch Fremdnutzer hier mit reinkommen. In Eisleben, auch das wird bei uns eine Rolle spielen. Sie sehen hier nochmal die Kostenübersicht auf der nächsten Seite, wie sich das in Eisleben darstellt.
Und hier wird es aller Aussicht nach, aller Aussagen der NASA und auch von Eisenhowern erfolgreich geführt. Sie haben allerdings auch bei der Gründung der Genossenschaft alle diese Schritte zu gehen, natürlich einen Zeitraum von fast 2 Jahren benötigt. Auch das müssen wir uns im Klaren sein, wenn wir diesen Weg gehen sollten. Aber diesen Weg kann heute auch nicht entschieden werden, muss ich ganz klar sagen. Da sind natürlich noch weitere Vorarbeiten erforderlich. Ein Modell ab in der Verwaltung Zeitz, was hier mit dargestellt wird von unseren Partnern, dass die Genossenschaft in Zeitz durchaus denkbar ist und ein solcher Weg gegangen werden kann. Allerdings kann natürlich erst, wenn der Stadtrat dem Erwerb des Bahnhofs zugestimmt hat. Das ist die Basis, um hier weiter voranzukommen. Wir hatten schon im Wirtschaftsausschuss letzte Woche hatten wir in Herrn Wilhelm einen gewissen Zeitplan drin. Wir haben ihn etwas entkernt, weil wir jetzt nach unseren objektiven Möglichkeiten nur über die Null-Variante erst einmal Planungssicherheit besitzen, nämlich mit dem Betriebskostendefizit. Alle anderen Schritte müssten dann in absehbarer Zeit weiter betrachtet werden. Erfolgreiche Ergebnisse, die wir auch in dieser Vorlage insgesamt haben, ist die Umsetzung des Bahnhofs in Walde, der als kommunale Partnerschaft geschaffen wurde, für eine totale Verantwortung, wo man den Tourismus, wo man eine Zitrone, Fahrradstation, eine Bibliothek mit eingebracht hat, was sicherlich auch gestaltet, dann ganz annehmbar dasteht. Bleibt letztendlich schlussendlich diese Frage mit der Nutzungsoptionen. Ich wünsche mir ein paar Zeit. Und ich denke, hier haben wir noch einmal zusammengetragen, was sicherlich die Hauptelemente sein könnten, sein würden, die hier eine Rolle spielen für eine entsprechende weitere Nutzung. Ich denke, meine Damen und Herren Stadträte, der Bahnhof ist ein Tor zur Stadt, hat eine besondere Bedeutung und egal was damit geschieht, es wird in jedem Fall mit der Stadt Zeitz identifiziert. Wir haben in den letzten 2 Jahren, es ist nicht so, dass die Bahn jetzt das kurzfristig, sondern wir haben 2 Jahre an dem Thema gearbeitet. Als der Auftrag an mich vor einem Jahr erteilt wurde, die entsprechenden Verhandlungen aufzunehmen, hatten wir noch nicht diese qualitative Studie von Bahnstadt, muss ich dazu sagen, hatten wir eine sehr schlechtere Option. Damals hätten sie mich nicht dazu bewegen können, dass ich irgendwie hätte Ja gesagt dazu. Unterdessen ist ein großes Stück Arbeit reingeflossen. Und ich denke, es gibt die Möglichkeiten. Wir können trefflich darüber sprechen, wie wir uns die Zukunft vorstellen. Wir können trefflich darüber sprechen, ob wir das heute entscheiden oder nicht. Wir werden das nachher in Punkt 23 tun, weil es zu der Entscheidung heute keine Alternative gibt. Entweder bin ich am nächsten Dienstag mit der Bahn beim Notar oder es ist ein anderer Käufer beim Notar. Eine klare Aussage der Bahn. Ich habe hinsichtlich der langfristigen Finanzierung mit Sicherheit ähnliche Bauchschmerzen wie viele von Ihnen. Aber ich sage auch, die Bedeutung des Bahnhofs für die Stadt ist so hoch, dass wir es überlegen sollten, es in der eigenen Hand zu behalten. Wir sind jederzeit berechtigt, an einen anderen zu veräußern, den wir vertrauen können. Ein anderer Erwerber, der von der Bahn gefunden wird, wissen wir nicht, ob wir ihm vertrauen können. Und das ist unser entsprechendes Problem, unser Risiko. Und deshalb sage ich an dieser Stelle, ich wünsche mir jetzt in den nächsten Minuten eine konstruktive Diskussion unter dem Gesichtspunkt
das Pro und Contra, das Für und Wider des Bahnhofs in unserer Stadt Zeitz, für unsere Stadt Zeitz. Und da wurde entsprechende Absprache, denke ich, dass die Fraktionen jetzt sich dazu melden werden. Ich bitte zunächst die Fraktionsvorsitzenden. Wir wollen uns mal bitte verständigen. Wir haben uns gestern verständigt, dass der Tagesordnungspunkt der ordnungsgemäß nicht öffentlich ist. Eine Statement-Möglichkeit im öffentlichen Teil der Fraktionen eingeräumt wird. Die Vorlage ist noch gar nicht aufgerufen, die Vorlage ist dann später. Und dazu haben wir gesagt, dass wir zuerst die Fraktionen aufrufen wollen, weil wir uns eigentlich im Tagesordnungspunkt die Anfragen verbinden und hier eine Sonderlösung, die uns Geschäftsordnung auch noch nicht kennt, gemacht haben. Wenn dann nach den darstellenden Fraktionen noch Nachfragen sind, die hier dazu gehören und nicht zum Grundstücksgeschäft gehören, dann müssen wir so dort nochmal stellen. Ja, natürlich. Ganz geklärt. Ja, natürlich. Auch nicht stimmt ja. Als Ferien, Sie haben sich gemeldet. Übernahme für den Fall, dass heute der Kauf beschlossen werden sollte.
Es ist leider auch, nachdem wir vor genau einem Jahr eben auch dieses gefordert haben, uns bisher nicht genannt worden, wie hoch die Vermessungskosten sein werden, sofern man einen Kauf des Grundstücks vornimmt und entsprechende Erschließungs- und andere Beiträge, die möglicherweise danach auch das Grundstück entfallen, sind bis heute auch nicht genannt worden, Herr Oberbürgermeister. Ich denke, die Sorgen um die Stadtkasse, die in unserer Fraktion zahlreiche Kollegen haben, muss man ernst nehmen. Und ich sage heute, in unserer Fraktion ist vermutlich das Meinungsbild so, wie es vermutlich auch in anderen ist, nämlich nicht einheitlich. Unsere Fraktion wird mehrheitlich diesen Antrag. Wir haben noch keine Vorlage aufgerufen. Ich will es aber sagen. Die Kommentierung ist im öffentlichen Teil nicht zulässig. Gut, dann habe ich aber doch zum Schluss für mich persönlich noch einen kurzen Satz zu sagen. Wir haben zum Abstimmungsverhalten für eine nicht öffentliche Beschlussvorlage ist im öffentlichen Teil nicht zulässig. Ich persönlich möchte jetzt zum Schluss einen Satz sagen. Heute ist für mich überraschend mir eine Blume überreicht worden. Ich habe 1990 im Dom gestanden. Heute ist Weihnachten, ich habe es, glaube ich, mal mitgetragen. Und ich habe mich damals gefragt, wo der Oberbürgermeister sitzt. Der Dom war kaputt, es war eine andere Zeit. Aber Mut zu haben und zu sagen, wir Zeitzeugen können uns das vornehmen, das sollte auch bedacht werden. Und das ist mein persönliches Statement dazu. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin Stadtrat von Stadt Zeitz. Unabhängig sprach ich den Dritten zu fragen, ich sprach auch den Ältestenrat, der hier meine ihre Interessen vertritt. Ich kenne diese Methode, da schaltet man die Mehrheit aus und dann ist man andere Reden. Aber ich möchte auch betonen, wir haben eine einheitliche Meinung, die wir hier sitzen. Die Grünen, meine Grüne Freund davon und auch unser Vorsitzender. Wir sind auf der Seite. Zum Beginn der Feierlichkeiten suchen wir Oberbürgermeister vor, Sie für das
Jahr 2017 angekündigt hat, dass man sozusagen die Objektivität bis dahin leisten könnte. Wir begrüßen ausdrücklich die Verständigung der Ältestenrat, an der wir selber nicht teilnehmen konnten, und hoffen, dass es eine Entscheidung wird, die die notwendige Infrastruktur der Stadt zeigt. Und wir hatten die Bahnhof da unter diesem enthalten, dass diese Entscheidung eine gehandlich positive wird. Wir wissen auch, dass die Finanzen uns in Zukunft natürlich den Rahmen setzen werden, in welchem Umfang wir dann diesen Bahnhof erhalten können. Aber daran werden wir festhalten, daran sehen wir keinen Weg vorbei, dass unser Rahmen für uns unverzichtbar ist. Danke. Sie als Fraktionsvorsitzender oder ja, ich möchte mich nochmal bedanken, dass es diesen öffentlichen Tagungs- und große Aussprache also gibt, zu einem dann späteren nicht öffentlichen Punkt. Für mich gehört der Zeitzerbahnhof genauso zu Zeitz wie das Rathaus und so Schloss Bogensburg. Und wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, den Bahnhof in die städtische Verfügung zu bekommen, dann sollten wir das auch tun. Ich will mich an der Stelle nochmal bedanken, dass der Oberbürgermeister mit seiner Salz- und Stadtverwaltung das so gut bis heute vorbereitet hat, dass die Dinge klar sind, wo wem welches Grundstück gehört, welche Bedingungen zu beachten sind. Und ich denke, weil ja auch öfters von Zahlen gesprochen wurde, auch die Zahlen sind heute nochmal sehr deutlich hier hinter mir an der Wand gewesen. Ich habe mir eine Zahl mitgeschrieben, dass wir pro Jahr für den Bahnhof 12.000 Euro aufbringen müssten, in der Variante, wie er heute steht. Ich denke, 12.000 Euro pro Jahr sind für den Zeitzerbahnhof gut angelegtes Geld. Dem sollten wir so zustimmen, weil ich denke, der Zeitzerbahnhof ist das Tor unserer Stadt, aber auch das Tor für unsere Gäste, die zu uns kommen. Das ist unser Tor nach Leipzig. Wir haben eine gute Zugverbindung, die kann natürlich besser werden, aber nach wie vor sollten wir diese Verbindung Zeitz-Leipzig erhalten. Und am besten ist es natürlich, wenn der Besucher oder der Bewohner unserer Stadt an einem ja, interessanten Gebäude ankommt und nicht nur an einem Bahnsteig. Ich denke, dass es besser ist, den Spatz in der Hand zu haben, also die Verfügung über den Bahnhof zu haben, als die Taube auf dem Dach. Also irgendwann passiert mal was mit dem Zeitzer Bahnhof. Jetzt sollten wir da wirklich zugreifen und die Chance für Zeitz ergreifen. Ein Punkt noch zu den Eigenmitteln, haben wir die nicht. In den Folgejahren, ich denke, wir werden als Bürger von Zeitz das bewältigen. Ich habe im Vorfeld dieser Entscheidung auch Gespräche geführt und ich habe aus der Bürgerschaft auch Signale bekommen, dass durchaus Menschen bereit sind, sich nicht nur persönlich einzubringen, sondern auch finanziell. Deshalb finde ich sehr gut, dass der Oberbürgermeister hier nochmal erwähnt hat, dass so eine Bahnhofsgenossenschaft oder Bürgergenossenschaft eine mögliche Treibform ist. Wir sollten daran arbeiten und ich denke, wenn wir alle Zeitzer hier mit in den Bahnhof nehmen, wird das ein gutes Projekt für Zeitz. Vielen Dank. Und das ist die Diskrepanz.
kann, der Spagat, den wir hinkriegen müssen, das ist schlimm genug. Und deshalb sollten wir auch insgesamt alle unterstützen, die Bemühungen der Bundesoberbürgermeister oder aller Politiker, die versuchen, Mittel für den Bahnhof zu akquirieren, um die Einmiete aufzustocken, mit Möglichkeit noch andere Mittel, um die Einmiete zu erreichen. Das zweite ist, wer sich mal umhört, es sind viele Bahnfahrer auf den unteren Reihen tätig, die Fahrgäste sagen, jawohl, wir fahren den Bahnhof. Es ist ein Eingangstor zur Stadt und es wäre eine Schande, wenn wir den, unser Eingangstor Dritten überlassen, wo wir nicht genau wissen, wie die mit der Immobilie und dem Eingangstor zur Stadt teils umgehen werden. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht auch eine schwierige Entscheidung, aber das ist der Ausschlag für meine Stimme für den Bahnhof, beziehungsweise sind wir die Mehrheit meiner Fraktion stimmt. Aber es gibt natürlich immer Dinge, die beachtet werden müssen. Wenn wir unsere Stadt, die schon genug gelitten hat und zu leiden hat, auch da noch abkoppeln von irgendwelchen infrastrukturellen Dingen, ich glaube, das wäre der falsche Weg, auch wenn es weh tut. Und deshalb die Möglichkeit hier dafür zu stimmen und die Konzepte, und das ist der dritte Punkt, sollten wir uns im neuen Jahr ausgiebig und ausgiebig und in unterschiedlicher Form unterhalten und unterschiedliche Modelle mal zu trachten bei der ganzen Geschichte. Ich denke, da kommen wir zu einer vernünftigen Lösung. Und nur so kann es gehen. Und ich bin froh, dass wir heute die Gelegenheit haben, auch im öffentlichen Teil das mal darzustellen, um auch die Öffentlichkeit so mal mit zu informieren, wenn sie sich noch nicht in den Veranstaltungsreihen informiert hat. Vielen Dank. Abgefahren im wahrsten Sinne des Wortes, damit es noch keine 45, 90 Minuten
von Erfurt nach Berlin zu fahren. Denn dann sind wir hier von der ganzen Geschichte abgekommen. Schönen Dank. Ja, meine Damen und Herren, was jetzt noch sagen, was nicht schon gesagt wurde, es ist unzweifelhaft, neben der Moritzburg und dem Rathaus ist der Bahnhof das dritte stadtprägende Denkmal. Wir haben hier schon des Öfteren Entscheidungen zu treffen gehabt, wo es um ganz andere finanzielle Dimensionen ging. Wenn ich an die Situation kurz nach der Wende an Walter Moritzburg denke, damals hatte der Landrat ganz andere Vorstellungen mit diesem Objekt. Zurzeit der Stadtrat hat damals entschieden, dass wir es in eigener Hand nehmen. Und ich glaube, heute sagt niemand mehr, das war eine verkehrte Entscheidung. Wir haben bei dem Objekt Bahnhof, im Gegensatz zu vielen anderen Objekten, über die wir uns hier schon gestritten haben, mal fundierte ingenieurtechnische Vorleistung. Wir haben Objekte, über die wir reden können, wir haben Preiskalkulationen, über die wir reden können, wir haben einen Kostenaufwand, ich sage mal, über den hätten wir in den 19 Jahren noch geschmunzelt. Da war es gar keine Kostenfrage gewesen. Heute tut es uns weh. Das ist so, weil die Finanzsituation der Stadt ganz anders ist. Aber wir stehen heute vor der Entscheidung, letztendlich versuchen wir es als eigener Kraft, nehmen wir es in der Hand oder überlassen wir es einem dritten, der zum Jahresende dieses Objekt dann kauft. Und wir alle wissen, dass wir mit Denkmalen, mit Fremdbesitz, in Zeitz nicht immer nur gute Erfahrungen machen. Wir sind dann auf Gedeih und Verderb auf das angewiesen, was daraus wird. Meine Fraktion hat schon immer argumentiert, wenn Zeitz vorankommen will, dann müssen wir uns wirtschaftlich versuchen, an Leipzig anzubinden. Das ist die Marschrichtung. Und ich sage mal, nach den Erfahrungen der letzten Wochen, was die linken Chaoten da in Leipzig veranstaltet haben, da kommen vielleicht auch zunehmend Leute jetzt auf den Gedanken zu sagen, okay, ich arbeite in Leipzig, weil ich ja gutes Geld verdiene, aber wohl muss ich hier nicht unbedingt. Und das kann unsere Chance sein, das sollten wir uns anbieten. Und dann hätten wir die Möglichkeit, zwischen den stadtsanierten Bahnhöfen in Leipzig und in Gera genau in der Mitte zu liegen und etwas Ähnliches anzubieten. Wenn man von Zeitz nach Leipzig fährt, man fährt an einer ganzen Reihe von traurigen Beispielen vorbei. Die meisten anderen Bahnhöfe sind Ruinen. Wir könnten hier für die Leute, die nach Zeitz in den Zug kommen, etwas anderes entgegensetzen. Wenn wir schon auf viele Jahre hinaus die Autofahrer wahrscheinlich noch mit der Rahnenstraße empfangen müssen, dann könnten wir auf dem Bahnhof schon ein ganz anderes Zeichen setzen. Letztendlich, wie gesagt, wir stehen heute vor der Entscheidung. Nehmen wir selbst in die Hand oder warten ab, was andere damit machen. Danke. Wo Leute ankommen wollen.
Deswegen ist für uns die Entscheidung, was machen wir. Zu mir haben in den letzten Tagen endlich Leute gesagt, das ist ja eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera, das trifft sich auch ein bisschen. Aber wenn wir was gestalten wollen, wenn wir nicht wollen, dass der Bahnhof weggeht, und der geht weg, deswegen ist die Frage mit dem Bürgerentscheid sicher schön, aber wenn wir das machen würden, dann brauchen wir keine Entscheidung mehr, weil dann ist er weg. Wenn wir denn die Geschichte in der Hand haben wollen, und Herr Seidel hat es richtig gesagt, wir sehen ja, wir sehen ja was der Bahnhofstraße, überall wo jemand ein Denkmal besitzt, was dort passiert, dieses Denkmal Bahnhof müssen wir in die Hand kriegen und meine Fraktion dafür zustimmen. Danke. Ja, meine Damen und Herren, ich bin von der Ausbildung her Bauingenieur und keine Frage, dass das bauliche Ensemble des Zeitzer Bahnhofs etwas Besonderes darstellt. Und dafür möchte ich mich noch stark machen und die Anstrengungen der Verwaltung in dieser Hinsicht mit unterstützen. Es ist hier abgehoben worden auf negative Beispiele in unserer Stadt. Letztendlich will ich das nicht nochmal wiederholen. Aber ich möchte darauf hinweisen, es gibt für Baustoffe aus Kenkmälern einen Markt. Und wenn es nicht dasselbe passieren soll wie mit der Villa Weltfrieden, sollte die Stadt diese Gelegenheit wahrnehmen und das Gebäude am Sammler werden. Festgelegt haben durch Herr Jürgen. Wir haben eine Vereinbarung getroffen, ich bitte Sie auch, sich daran zu halten. Sie können das entscheiden hier. Sie entscheiden das nicht. Ja, ganz bestimmt. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 17a und rufe auf den Tagesordnungspunkt 17 Anfragen beziehungsweise Informationen des Bürgerbürgermeisters. Bitte Anfragen, Herr Knetschig, bitte. Weil wir kamen ja nicht mehr an, weil die Bürger alle das gleiche Informationssystem haben.
und es wird ein Bürgerinformationssystem auf dem Internet geben, was im Grundsatz recht stabil ist, weil man hofft, dass es funktioniert. Aber das Anliegen dieser Pegelanzeige ist tatsächlich nur zu zeigen, wo steht unser Vorsitzheiz. So, jetzt haben wir noch einen Zuarbeit geleistet werden, bis hin zu der Frage, ob Einzelunternehmer
eurer Tätigkeit in Unternehmen eine besonders hohe Breitbandqualität brauchen. All diese Dinge kann natürlich der Beauftragte TÜV Rheinland nicht alleine erstellen. Und je schneller wir da helfen können durch vielleicht eigene Zuarbeit, das war der Kern meiner Anfrage. Ich wollte nur Sie dafür noch mehr sensibilisieren, als Sie es eh schon sind. Es gab auch eine Karte, auf der wir enthalten Gebiete, Gewerbegebiete und Gebiete, wo mehr als 5 Unternehmer sind, die bei TÜV Rheinland mit auf der Prioritätenliste stehen. Aber das sind die Grenzwerte, mehr war nicht bisher erhältlich. 5 Unternehmer sind Voraussetzung, also ein Einzelner, ich übertreibe jetzt mal ganz bewusst, ein Bäckermeister in einer kleinen Ortsteil unserer Stadt wird nicht die Situation zeigen, dass dorthin 100 Mbit über das Telekom gelegt werden. Nee, ich wollte als Beispiel sagen. Ich habe nichts gesagt. Also ich gehe einfach jetzt mal davon aus, dass Sie uns sehr zeitnah aktuell die unterrichten. Wenn ich etwas Brauchbares erhalte, ich gebe Ihnen natürlich keine Halbinformationen aus, aber eine Halbinformation spielt Sie so auf der Matte und sagen, wo ist die andere Hälfte? Wenn ich sie nicht habe, dann mache ich sie nicht. So, Frau Wilzel, bitte. Ich habe dazu eine Information, weil ja dieser Tagesordnungspunkt Anfragen und Informationen betrifft. Ich konnte zwar selber nicht teilnehmen, aber ich habe so viele Menschen um mich gehabt, die sich gefreut haben. Es war der erste Weihnachtsmarkt, der spitze war, wo nicht das auf dem Weihnachtsmarkt präsentiert wird, was jede Woche auf dem Markt präsentiert wird. Es war etwas Besonderes verteilt und es wünschen sich sehr viele, dass das erweitert wird. Ich möchte an der Stelle sagen, ich habe auch am Sonntagabend, bin ich durchgegangen und habe ein wenig aktiv dorthin gelockt und habe mein persönliches Dankeschön in dem Endvorgang auch zum Ausdruck gebracht. Ich denke, wir können alle sagen, es war ein Erfolg, es war eine neue Qualität. Es gibt sicherlich auch Leute, die damit nicht zufrieden waren, auch das gibt es. Wissen wir auch, wir haben beim Anfang an der Missabend 1 heute. Wir haben uns in der ersten Auswertung auch mit unseren Helfern verständigt. Im nächsten Jahr werden wir vielleicht den einen oder anderen Stand haben. Wir möchten auch im nächsten Jahr noch nicht erweitern, noch nicht größer werden. Weil wir brauchen das Kind, wir müssen eine Marke werden, wenn wir das machen. Dann können wir auch größer werden. Zeitlich und räumlich. Ansonsten verläuft sich wieder alles und hast wieder alles zu reden. Ja. Jetzt hat sich der Herr Schraub gemeldet, bitte. Herr Schraub, ich habe nur eine Frage, oder Bürgermeister. Ich stelle den Herrn die Veranstaltung am 27.01. Die Frage verstehe ich jetzt nicht. Wir laden traditionell ein. Wir werden allerdings das Hausrecht, was mir zusteht, einhalten. Es ist ein staatlicher Gedenktag. Und wir werden die Grenze nicht oben, sondern unten anlegen. Dann wird es eine Antwort. So, die Antwort. Ich habe Ihnen heute die Stadtkarte als kleines Weihnachten mitgebracht.
Ich habe Ihnen den Beweis mitgebracht, dass ich ein Altbürger war und was Sie hier gesagt haben, war überall. Es gibt keine Werbung. Er sagt, ja, ich bin dabei. Ich schaue mir erstmal die Kappe an. So, das war der Beweis, dass ich jetzt das Zeit habe. Nur meine Fragen. Tourismus, Konzept, Zielstellung, Haushaltswirksamkeit. Wann liegen Ergebnisse vor, Herr Bürgermeister? Sie sitzen seit fast anderthalb Jahren als Vorsitzender in dieser Tourismus, wie gesagt, Puppe. Und es ist nicht bekannt, dass Sie mit gehört haben, dass es Neues dazukommt. Nicht bei Urbanen haben Sie gesprochen. Das heißt, Ihr ja, aber in der Puppe nicht. Wann legen Sie Ergebnisse vor, die dann auch im Haushalt Eingang finden? Und müssen Ihr Geld einstellen, wenn Sie auch eine Idee haben sollten. Ich bin Ihnen ja Stadtratsmitglied und muss nicht in jeden Ausschuss gehen. Das trifft doch meinen Freund, meinen grünen Freund zu, wenn ich sage, der kennt ja das mit den Freunden mit 80 Stadtrat. Er muss sich nicht fragen. Meine Fragen stelle ich hier im Stadtrat. Wir brauchen keinen Ausschuss. Ja, die brauchen nicht hinzugehen. Herr Wörrich, Sie haben, glaube ich, die Hauptsatzung noch nicht verstanden. Wirklich. Der Sinn der Hauptsatzung ist, Ausschüssen Aufgaben abschließend zuzuweisen. Und wenn eine solche Aufgabe, die klassisch in den Bereich des Kulturbildungsausschusses gehört, ausführlich im Bildungsausschuss berichtet wird, dann haben Sie Kenntnis, dass es diesen Bericht gibt, eins. Zweitens haben Sie das Recht hinzugehen. Und drittens, wenn Sie es nicht konnten, haben Sie ein Fraktionsmitglied, was Sie informieren kann. Der Stadtrat ist nicht das Gremium dafür, alles sich mal zu wiederholen und als Privatveranstaltung zu machen. Zum Zweiten, Ihre erste Frage, sage ich nochmal eins ganz klar. Ich weiß, dass Sie in Altenburg waren. Sie sind beobachtet worden. Die Anrufe gehen sehr schnell. Sie waren bei einer privaten Tourismusorganisation, die sich von Landkreis und Stadt getrennt hat, die vom Prinzip nur noch eine Hotelvermittlung macht und die unsere Mitarbeiter, die Frau Türkisch war, glaube ich, mittlerweile Frau Fischer, haben diese Touristinformation, wo sie waren, unser gesamtes Flyer-Paket angeboten. Und Sie haben es auch teilweise entgegengenommen, Sie legen es aber nicht aus. Das hören Sie doch immer auf, uns als Lügner zu abzustempeln. Die Mitarbeiter, da höre ich. Ihnen ist eine Auskunft gegeben worden, die muss aber längst nicht wahr sein. Und ich weiß ganz genau, dass meine Mitarbeiter dort waren und zurückgewiesen worden sind. Dann darf ich doch nicht. Dankeschön. An der Privat. Keine Ahnung, Sie haben. Dankeschön. Sie haben gesagt, Stadt Altenburg, und Sie haben gesagt, wir hätten dort nichts hingebracht. Das ist eine Stadt. Ja, wir haben aber hingebracht. Und wir haben keine Möglichkeit, diese private Agentur zu zwingen, unsere Flyer auszulegen. Nein, darf ich doch recht sein. Und wenn Sie im Stadtmuseum waren, dann haben Sie gesehen, wie letztlich gerade ausgegangen ist, die haben, wenn da ist, unsere Freiheit, oder wenn die was abmachen, die gehören nicht zur Stadt. Einmal war zweimal war schon, das heißt, wenn Sie hier sind, dann ist das nicht. Ich bin hier falsch informiert worden, ich war dort, hat das nachgeprüft, wie man das sagt. Ich war unheimlich festgestellt. Wir orientieren die Vorträge, die sich die Scheune gemacht haben, sagt alle Menschen in Leipzig. Alle erfahrenen Fels haben wir hier gesprochen. Und ich sage auch, Richtung Leipzig. Aber wir orientieren über unsere Trägerkurve nach allen Vorschlägen von Meuselwitz. Das kann nicht unsere Zielstellung sein. Deswegen war ich Ich habe das Recht, in diesen Stadtrat meine Frage zu stellen.
Ich möchte wissen. Das wollen ganz andere Leute wissen. Ist der Nebelbund diskutiert worden in den Ausschüssen, ist am Stadtrat diskutiert worden, und gibt es ein Protokoll? Das hat man sich ja das letzte Mal gesagt. Es gibt eins, bitte reichen Sie uns das Protokoll aus, damit er sich die Sache erledigt. Er hat es nämlich nicht. Unser Bauausschuss hat es auch nicht. Unser Antragsausschuss wird noch fragen. Ist das der Satz auch nicht? Herr Hörig, hören Sie mir mal bitte zu. Sie können eine Frage stellen, aber nicht hier zu Kreuz und Quer diskutieren. Das lasse ich nicht zu. Das lasse ich nicht zu. Stellen Sie Ihre Fragen und warten Sie, bis Sie Antwort kriegen, aber fangen Sie nicht bei Zwiegesprächen an oder irgendwelche daneben Diskussionen, die nicht förderlich sind für unsere Stadtrat. Aber bitte, Herr Vorsitzender, ich bin unterfragt worden von dem Kollegen, da ich dazwischen schreibe. Das will ich nicht selber sagen, wie es abläuft. Fragen Sie alle, die wir weiter können. Ich habe die Frage ganz einfach gestellt. Gibt es ein Protokoll für die Behandlung der Angelegenheit Sprühbrunnen in den Ausschüssen A im Stadtrat? Und der Oberbürgermeister hat beim letzten Stadtrat behauptet, es gibt ein Protokoll. Bitte reichen Sie es uns ein. Das war jetzt schon alle. So, dann habe ich noch eine andere Frage. Wie viel Gebühren hätte ich da Zeit, das habe ich nämlich alles im Beitrag gehört, für Stadtmauer 8, für die Straßenreinigung, für die Entwässerung des Grundstücks 8, das habe ich für Stadtmauer 8 ausgegeben. Da liegt die Rüstung da still. Das ist meine Frage. Also, in Deutsch. Die Stadt Zeitz. Herr Hörig, was ist das Ziel Ihrer Frage jetzt? Warum wir uns Geld tun? Nee, Sie wollen wissen, wie wir Ihren Nachbarn vollstrecken. Bitte? Was? Sie wollen wissen, ob wir bei Ihrem Nachbarn vollstrecken. Nee, schon klar. Hören Sie doch einmal auf dieser Stelle. Aber Sie werden auf die Straße von sonst. Sie werden keine Informationen bekommen, wie viel von den fälligen Gebühren Ihr Nachbar bezahlt. Moment mal, das werden Sie nicht bekommen. Ich meine, ich habe meinen Anspruch drauf. Ich habe
Grünen, Bierwirtschaft in der Region, hier für uns gestattet. Sehr geehrter Vorsitzender, das sei der Stadtrat, das wollte ich euch vorlesen. Erklärung. Herr Oberbürgermeister Dr. Kunze hat zur Ratssitzung am 9.07.2015 in Stock Anfragen, meine gestellten Fragen mit Unwahrheiten, falschen Behauptungen und Entstellungen unter Verletzung der Geschäftsordnung nach § 8 und der Kriminal- und des Kriminalverfassungsgesetzes nicht beantwortet. Eine Überprüfung des Sachverhalts durch unseren Landrat Götz Ulrich, CDU, ergab, dass ich in keiner Weise mein Mandat als Stadtrat der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und so weiter verletzt habe. Damit hat der Oberbürgermeister Dr. Gunze seinen Schwur als Oberbürgermeister der Stadt Zeitz gebrochen, den Bürgern unserer Stadt zu dienen und Gerechtigkeit walten zu lassen. Diesen Hinweis auf die Verletzung des Grundgesetzes konnte sich Herr Dr. Gunze leisten, weil die überwiegende Mehrheit, unseres Stadtrats sich in Schweigen hielt, obwohl alle Rätinnen und Räte auf die Verfassung unseres Staates und ihrer Berufung zu ihrer Berufung als Stadtrat eine Verpflichtung geleistet haben. Ich erwarte eine Stellungnahme des Herrn Dr. Kunze und eine Entschuldigung für seine diesbezügliche Handlungsweise. Dabei ergeben sich Fragen an den Amtsleiter für Ordnung und Sicherheit, Herr Otto, warum er, ein studierter Jurist, diesen auswendig baulich gerufen hat. Weiterhin beantrage ich die Einleitung von Maßnahmen, die ein solches Verhalten in Zukunft verhindern sollen. Diese Handlungen sind ein Deutschstoß gegen die notwendige gute Zusammenarbeit zwischen ÖB und Rat im Interesse unserer Stadt. Weiterhin soll festgestellt werden, auf welcher Ebene und Grundlage derartige denkwürdiges Adjektive und Sinn, wenn ich sowas mache, zu diesen Reaktionen führen. Professor Thürich, Zeitz, Stammi, wünsche schönes Weihnachten. Yeah.